Hallöchen, die Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Mit einer Folge X4. Ups, kurz aufgebäuerchet. Ja. Hab mir gedacht, zwischen der letzten Folge und dieser Folge ganz kurz mal in die Küche gerannt und mir. Sie durchs Tor? Muss durchs Tor. Ganz kurz in die Küche gerannt und mir schnell bei der Banane hintergefallen. Erreiche System. Weiter Kontakt. Wenn mein Bauch ja der Meinung ist, er braucht was zu tun. Jetzt komm, gib mir. Zeig an. Zeig. Ah, sehr schön. Ich habe ja doch ganz schnell, während ich die Banane verdrückt habe, den freien Händler eingestellt. Der ist jetzt noch ein bisschen unterwegs und macht noch ein bisschen Talas. Also einfach nur noch ein paar mehr Aufträge reingeschmissen, so ein bisschen was, Graphen, vielleicht doch Hüllenteile und so plumper Quatsch, alles hat er doch schnell hin und her geschickt. Einfach damit er was zu tun hat. Erreiche raus. System, gesegnete Vision. Da muss ich hin, was ist da? Station. Soll ich an der Station andocken? Scheint so. Ja, unser Ziel ist ja immer noch für diesen Monat, diese Höhlenteilefertigung zu bauen. Na, primär aus Eigennutz, weil wir Höhlenteile brauchen. Und sekundär, um damit Geld zu verdienen. Natürlich werden die Höhlenteile auf jeder, der kaufen will, kann sie kaufen, eingestellt. Aber dann, wenn wir andere Stationen bauen oder neue Stationen bauen, werden wir natürlich den Verkauf an Externe sperren, um Lager voll zu klatschen und dann damit unsere eigenen Baulager zu bedienen. Weil dann haben wir schon mal Energiezellen und Hüllenteile, die wir bedient haben oder bedienen werden. Außerhalb von Undock-Erlaubnis erteilt. Wollte gerade sagen. So weit weg sind wir doch gar nicht. Ja, angedockt, nicht angedockt, angedockt, nicht angedockt, angedockt. Geht doch. Ich glaube, mein Mikro ist schon wieder ein bisschen verschoben, weil ich bin ja aufgestanden. Und hab ja das Mikro verschoben. Erfolgreich angedockt. Aufstehen. Das Gute ist, wenn wir uns auf einer Station treffen, ist ja, dass uns die Alte nicht wieder mit Drohnen zubomben kann. Oder mit Sprengfallen. Da scheint sie ja Spaß dran zu haben, die Olle. Ja, Handy? Achso. Die Speedy ist heute absolut Kopf-AFK. Ja, kenne ich. Habe ich hier noch wieder auch. Zap, ab in die Bar. Ich hoffe, die Alte gibt mir jetzt ein Aus. Teladi, Paranin, Teladi, Paranin. Paranin. Und eine Olle. Ei. Sie leben ja doch noch. Welch erfreuliche Überraschung. Hier. Damit haben Sie Ihren Teil des Handels erfüllt. Mhm. Sofern mich mein Gedächtnis nicht trügt, schulde ich Ihnen jetzt weitere Antworten. Ja. Hm, was willst du? Was sollte dieser Angriff? Was hat das mit diesem Job auf sich? Eine ausgezeichnete Frage, meine Liebe. Der Gegenstand, den Sie mir gebracht haben, besitzt einen gewissen sentimentalen Wert für mich. Es gibt da jemanden, den ich sehnlichst noch ein letztes Mal sehen möchte. Sie haben sich als ziemlich verlässlich erwiesen. Deshalb gebe ich Ihnen noch einen Teil der Karte für Ihre niedliche Schnitzeljagd. Falls Sie dort am Ende der Galaxie tatsächlich finden, wonach Sie suchen, werde ich Ihnen vielleicht auch erlauben, diese Person zu treffen. Bitte was?
Dell, was kennst du für komische Menschen? Vor allem, was kennst du für komische Menschen, die fliegen können? Was die Besorgung angeht, ja. Haben wir den EMP für irgendetwas anderes als unsere kleine Spionagemission gebraucht? Egal. Ich spiele Grides Daten in unser Navigationssystem ein. Was heißt denn hier unsers? Meines? Ich bin der Depp, der hier rumfliegt. Nee, da. Nicht in unsers. Du bist ja hier nicht der Bekloppte, der mit der Alten irgendwas zu tun hat. Ne? Monsieur Booster. Was will er denn? Monsieur Booster. Meinen aktuellen Aufenthaltsort. Na du, falls du bereit bist, unser Abenteuer fortzusetzen, drück diesen praktischen Button und triff mich am angezeigten Ort. Das ist Haley. Das, Nee. Ja, das ist Haley nicht der... Das ist doch der Olle, der Bekloppte. Der Typ, der Terraner. Ach ja, ich muss erstmal ins... Ah nee, da will er mich treffen. Da. Du Haley. Bitte beachten Sie, dass der Konsum von Rauch... Die sind gerade nicht gut, sie sprechen auf mich. Die mögen mich gerade nicht. Aber ich kann es gern versuchen. Also wieder komplett zurück. Nee, wir gucken erstmal, was wir hier noch so für Missionen haben. Nee. Vielleicht finden wir ja gerade noch irgendwie Erbstück. Informationsdiebstahl. Wehe, du schießt auf mein eigenes Schiff, du. So, wehe, du schießt auf mein eigenes Schiff. So, Onkelchen. Ich steh mal auf da. Ah, Musik. Ressourcenvorkommen finden? Nee, lass mal, ich keinen Bock zu. Nee, da habe ich jetzt aber auch keinen Bock zu. Dann ist mir auch so viel. Kriegswirtschaft könnte man noch machen bei den Terranern. Machen wir Kriegswirtschaft. Machen wir jetzt nochmal doch die Kriegswirtschaft. Ich hatte zwar die ganze Zeit irgendwie Angst, dass das, sie uns vielleicht nicht mehr mögen. Also die Leute dort speziell. Wir sind ja auch ein bisschen weit ab vom Schuss, ne? Vielleicht kriegen wir irgendwo ein paar Infos. So, unsere Satellitenabdeckung ist ja schön und gut, aber ich finde hier nicht so das, was ich immer suchen will. Ich habe jetzt natürlich speziell die Stationen gemarkt, also markiert mit Satelliten, wo ich genau weiß, dass ich von denen noch irgendwie, oder dass ich da irgendwie noch Info kriege. Das ist eine Hop, das ist eine Hop, das ist eine Hop. Wer greift denn hier die Hop an? Container? Niemand greift die Hop an. Doch, da. Die bekloppten schon wieder. Ja, ich hatte halt gehofft, jetzt hier irgendwie noch an Stationsaufträgen ranzukommen. Also an ein paar mehr. Ja gut, dann nicht. Dann machen wir halt den Terraner-Plot weiter, ne?
dann weiter geht's im Plot. Komm, wir müssen uns um Xenon kümmern. Also das Ganze wieder retour. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. In meinen Augen. Es wird schon. 19,7. Also der Betrag an sich ist ja schon mal nicht so schlecht. Wir könnten eigentlich... So. Eigentlich nutze ich den Sinser immer ungern. Und eigentlich in Rebirth und in X4 hat er mich eigentlich noch nie... Oder ich habe ihn noch nie vermisst in den letzten zwei Teilen. Erreiche System. Einfach weil ich... Wie soll ich sagen? Wartung. Weil ich einfach keinen Sinn mehr in den Sinser gesehen habe, seit Existenz des Reiseantriebs. Weil der Reiseantrieb hatte ja die Möglichkeit, dass ich schneller fliegen kann. Genau wie die Highways und so weiter. Dementsprechend gab es gar keinen Grund für mich, jetzt noch einen Sinser haben zu wollen. Denn mit dem Sinser hat man eigentlich nichts anderes gemacht. Überspruch im Bauplatz. Nein, Warnzeichen. Lasertürme an Zielposition aufstellen. Nein, habe ich immer noch keine. Weil den Sinser haben die meisten Spieler, ich auch, nur genutzt, um die Zeit zu beschleunigen, die man braucht bei einem Flug von A nach B. Sagen wir mal, wir sind jetzt von Station oder von Sektor zu Sektor geflogen. Da gab es ja früher auch die ganzen Highways und so weiter nicht. Da hast du halt die Maximalgeschwindigkeit gehabt, die dein Schiff hatte. Bei uns jetzt in dem Fall die 200 irgendwas Meter pro Sekunde. Da habe ich den Sinser angeworfen, dann verlief die Zeit einfach 10-mal so schnell. Dementsprechend flog das Schiff in Anführungsstrichen 10-mal so schnell. Jetzt gibt es aber einen Reiseantrieb. Der macht mich ja 10-mal so schnell, ohne dass die Zeit 10-mal schneller abläuft. Also das gesamte Geschehen im Universum. Ich fliege nur schneller von A nach B. Hab also denselben Nutzen wie vorher, muss aber nicht ständig im Hinterkopf behalten, dass das gesamte Universum, meine ganzen Schiffe, die ich auf Fernsteuerung gestellt habe, meine ganze Station, 10-mal so schnell ablaufen und dass auch 10-mal so schnell plötzlich passieren kann, dass ein Engpass kommt, dass ein Schiff plötzlich angegriffen wird. Was mir häufig passiert ist, dass ein Schiff eine Meldung kam, werde angegriffen, aber der Angriff und der Beschuss findet auch 10-mal so schnell statt. Also hatte ich ja das Problem, dass ich nicht schnell genug reagieren konnte, um dem Schiff eventuell zu helfen. Deswegen nutzen eigentlich, glaube ich, viele jetzt im Höchstfall nur noch den Sinser, um eigentlich nur noch die Zeit ablaufen zu lassen, damit sie mehr Geld, um schnell zu gucken, guck mal, Geld, Geld, Geld. Wir müssen hier vermehrt Satelliten aufstellen. Sehe ich so. Gerade hier für diese Station. Jetzt muss einer hier primig weg, ne? Nee, Wasserreinigung. 10 Druckfilter. Kurz Pause. 10 Druckfilter. Habe ich zufällig Druckfilter? Also habe ich wahrscheinlich. Druckfilter, 32 Stück. Druckfilter, annehmen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Weil wir sind ja eh da. Und wir haben die an Bord. Warum soll ich jetzt nicht schnell das Geld mitnehmen? Wäre doch blöd. Heliumraffinerie. Ja, bei der Heliumraffinerie hätte ich andocken können. Für Graphen. Oder für was anderes. Ne, für Superfluid. Für unseren Händler. Aber das Problem ist, dass dieser Sektor ja gesperrt ist für den Händler, weil es ein gefährlicher Sektor ist. Wegen dieser grünen Blubberbläschen überall. Andockerlaubnis erteilt. Dementsprechend fliegt unser Schiff hier gar nicht rein.
Also kann ich ihm gar keine Aufträge geben für die Lehre. Erfolgreich angedockt. Aufstehen. Na komm, das Geld kannst du mal eben schnell mitnehmen. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. So, mal gucken, wie viel kriegen wir. Wie waren es? 56.000? Ist jetzt nicht so viel, aber für Druckfilter ein Witz. In die Bar. Ba, 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 ba. Wir müssen übrigens noch bei Hatikva eindeutig unseren Ruf steigern, wenn wir diese ganzen Verschlüsselungsdinger verkauft kriegen. Sind ja auch ein paar Millionen. Da, 10 Druckfilter. 59.000, Ansehen gestiegen, ist doch alles toll. Na, wie gesagt, diese ganzen Illegalitäten, die wir noch an Bord haben, im Inventar, die wären wir ja nur los bei Hatikva. Früher gab es auch noch die Möglichkeit, das bei den Paranin, bei den Teladi loszuwerden, weil mal irgendwo Schwarzmarkthändler rumstanden. Aber ich spreche jetzt speziell von dem da. Hier liegen 3,5 Millionen, da liegen knapp 3 Millionen, hier liegt... Also summa summarum liegen hier 3, 4, 6, 6, 6, 6, 7, lass es 6,8, 6,9 Millionen, knapp. Also fast ein Miner-Schiff für unsere Station. Liegt hier rum. Mal davon abgesehen, dass das auch noch da ist. Oh, Schiffssteuerungsseminar, sehr gut. Kriege ich hier neue Druckfilter? Also merken. Ne, da waren hier solche Leute, weil halt die Schwarzmarkthändler, wo man was verkaufen konnte. Aber dafür musst du jetzt bei Hatikva halt hochkommen im Ruf, mindestens auf 10, damit du bei den Stationen von denen. Kann ich helfen? Bitte sehr. Bei den Freihäfen Sachen verkaufen kannst. Nein, Fliegeneier kaufe ich bei dir nicht. Wie viel kriegen wir dafür? Ach komm, verkauf den Scheiß, dann ist es weg. Ich brauch's nicht mehr, ich kann es eh nicht gebrauchen. Du willst mir noch Interface-Einheiten, brauche ich nicht. Was noch? Verbände und seltene Gewürze. Da brauchen wir auch nicht so viel von. Feine Mahlzeiten haben wir eine. Ich hatte doch hier irgendwas Druckfilter. Hast du noch welche? Ja, komm, gib mal 10 Stück her. Immer noch plus. Plus, plus. Wir haben jetzt von allen 30. Außer von den Kristallstücken. Gut, merken. Auf viel Glück da draußen. Wir haben was gekauft und haben Zahlung erhalten, ne? Das muss mal einem passieren. Ich meine, du kaufst etwas und kriegst dafür Geld. Kann nicht jeder sagen. Huch. Gainer. Wo kommt der denn her? Der hat mich überrascht. Was ich für schade finde, ist, jetzt haben wir ja die neue Mission angenommen. Die hat die alte Mission nicht eingeloggt. Die hat die alte Mission nämlich wieder ausgemacht. Ich finde ja, er hätte sie anlassen sollen. Abdocken. Ja, nee, ist klar. Warum ist jetzt hier nochmal eine Mission? Das verwirrt mich. 19,8 Millionen. Also, wir machen es wirklich so. Wenn wir bei, ich sag mal, bei 25 Millionen sind, platzieren wir zumindest schon mal den Bauplan im Sektor. Und wenn wir den platziert haben, den Bauplan, dann stellen wir den erstmal so ein, dass wir nichts einkaufen von Fremden. Ne? Weil fremde Menschen sind fool, sind böse. Stationstechniker gesucht. Was sollen die haben? Einmal Ingenieur und einmal Moral. Haben wir zufällig einen freien Mitarbeiter irgendwo? Eine Servicekraft, die das für uns erledigen kann? Einmal Ingenieur und einmal Moral. Du bist mir zu schade. Du bist mir zu schade.
da, zweimal Ingenieur, zweimal Moral. Dich nehmen wir. Da kann man die Aufträge auch gleich annehmen. Da. Nochmal gucken. Einmal Ingi, einmal Moral. Einmal Ingi, einmal Moral. Will er haben. Annehmen. Für diese Station. Gut. Für zweiter Kontakt für die da oben. Dann gehen wir wieder auf unsere Schiffe. Du. Besatzung. Du. Arbeite woanders für mich. Und zwar auf. Wählen. Als Stationstechniker. Gesucht. Zuweisen. Stationstechniker gesucht. 87 Millionen. Schön. Nächste Mission erledigt. 78.000. 78 Millionen wäre so schön gewesen. 87. Auf aktiv setzen. So. Zwei Missionen mit einem Schlag. Würde ich mal sagen, ne? Würde mal sagen, alles erledigt. Komm. Die Mission ist voller Erfolg gewesen, oder? Das ist halt so schön, wenn ihr diese Service-Mannschaften an Bord habt. Diese Servicekräfte an Bord eurer Miner. Bergbauschiff, also nicht der Miner. Transportschiffe, Handelsschiffe, Kriegsschiffe, S. Nein, nee, du bist ein Bergbauschiff. Xenon Bergbauschiff ignorieren wir. Ja, wie gesagt, an Bord dieser Schiffe immer Servicekräfte drauf haben, an Bord der Kriegsschiffe, gerade wenn sie aktiv kämpfen, also wenn ihr sie wirklich aktiv für kriegerische Einsätze einsetzt. Algenbürsten. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Haben wir ja an Bord. Hier ist wirklich Stationshopping heute, oder? Nahrungsrationenfertigung. Eine Nahrungsrationenfertigung brauchen wir übrigens später. Wirklich ganz, 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 ganz viel später auch noch. Das wäre noch so eine Überlegung wert. Und zwar brauchen wir die für die Produktion von Nahrungsmitteln. Wer hätte es gedacht? Aber abhängig davon kann man ja Bewohnerplattformen da unten, also Bewohnerhabitate an der Station haben. Dadurch hat man Arbeitskräfte. Arbeitskräfte steigern die Produktivität eurer Station. Ja. Und Servicekräfte an Bord eurer Miner steigern die Produktivität der Miner. Ja. Merken. Muss man sich das. Erfolgreich angedockt. Wird abgefragt. In der nächsten X-Prüfung. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. So, wie viel Geld haben wir jetzt gemacht? 57.000, 87.000, wie viel kriegen wir jetzt hier? 56.000. Summa summarum, knappe 200.000. Mit zwei Stationen und drei kleinen Missionen. Hat uns nicht viel Geld gekostet. Also viel Zeit hat uns gar nicht gekostet. Und Geld eigentlich auch nicht so viel, weil Algenbürsten, das alles sammel ich ja alles ein. Primär. Ich kaufe die ja nur selten. Hier hast du deine Algenbürsten. Danke. Wir haben 20 Millionen auf dem Konto. Das wird doch echt noch was. Dann brauche ich ja wirklich nicht so viel nebenbei spielen. Also nicht, dass es mich stören würde, nebenbei zu spielen. Wird's wirklich nicht. Aber wir machen Geld. Kapitän. Hallo. Lass mich mal da sitzen. Wir müssen die Mission. So, wir müssen deine Station wieder auf deine Mission wieder auf aktiv setzen. Ah, mal gucken, was als nächstes kommt. Ziviles Schiff.
A. Undock-Erlaubnis erteilt. Hochenergie Granate sagt doch, ist an Bord unseres Schiffes. Ich will nicht landen. Andocken abgebrochen. Ich will nicht landen. So, und wieder auf Reiseantrieb. Jetzt geben wir nochmal Talas. Ich glaube 500 oder so. Wir fliegen schnell. Wir fliegen schnell. Danke für Ihre Hilfe. Bitteschön. Hier ist ein kleines Dankeschön. 1500. Danke für Ihre Hilfe. Jetzt sagt noch einer Danke. Gib mal 500. Warum kriegen wir jetzt als neuesten zweimal Danke? Ich weiß nicht warum. Ist das einmal die Polizeilizenz und einmal nur, weil die Station. Ist einmal dieses 500, wo nichts dabei stand, das Dankeschön der Station an sich und die 1500 das Dankeschön für die Polizei, weil wir die Polizeilizenz haben? Warum macht man nicht ein Dankeschön draus? Ein Funkspruch mit 2000 und fertig ist. Erreiche System. Getzofune. Getzofune! Hi Haley, ich bin wieder da. Wie ist es gelaufen? Ich komme zu Ihnen rüber. Okay. Treffen wir uns dann nachher nochmal oder wolltest du ja was von mir? Was ich seltsam finde. Dass der Funkspruch kam, du willst dich mit mir treffen, nachdem wir mit der durchgeknallten Alten da gequatscht haben. Habt ihr da irgendwas miteinander zu tun? Ist das deine Mama? Ist das vielleicht wirklich seine Mama? Sie sagt ja irgendwas von wegen, sie möchte noch etwas erledigen, mit sich noch mit jemandem. Ist das vielleicht wirklich deine Mama? Bin ich nur blöd? Das ist mir nie aufgefallen. Verteidigungsstation. Na dann, Rekruten. Ich werde Ihnen als Belohnung für Ihr Engagement ein größeres Bild vermitteln. Das Oberkommando mag es vielleicht nicht, aber wenn wir uns weiterhin den Xenon frontal stellen, das Netzwerk mit imposanten Flotten durchsuchen und heldenhaft Feuer löschen, wo immer sie aufflammen, dann werden wir diesen Krieg verlieren. Nicht falsch verstehen. Das Interventionskorps ist unverzichtbar als langer Arm des Protektorats und auch als geflügelter Retter. Dieser ewige Fleischwolf der zusammenstoßenden Flotten kann aber keine dauerhafte Lösung sein. Um die Xenon in einem Zermürbungskrieg zu besiegen, ist es von größter Bedeutung, dass wir stattdessen ihre Infrastruktur stören, wo immer möglich. Diese Parasiten lauern an den Randgebieten unserer Sektoren, meiden unsere Abwehr und erschöpfen unsere Ressourcen. Ich setze Sie als Aufklärer ein. Melden Sie alle Sichtungen von Xenon-Infrastruktureinheiten direkt an mich. Okay. Eingehende Nachricht. Sie hat da ganz und gar nicht Unrecht, was mir eine Idee eingibt. Es ist so, die Xenon mögen auf den ersten Blick als unaufhaltsame und unerkennbare Kraft erscheinen, aber ihre Art, Krieg zu führen, unterscheidet sich nicht so sehr von unserer. Wie wir verlassen sie sich auf ihre Aufklärer, um die Stärke ihres Feindes einzuschätzen, und schicken eine angemessene Streitmacht, um mit ihm umzugehen. Aber im Gegensatz zu uns sind sie einfältige Maschinen. Das ist alles Aktion und Reaktion. Wenn wir also irgendwo im Niemandsraum einen Aufklärer angreifen. Wir können ihre Streitkräfte umleiten, was vielleicht ihre Infrastruktureinheiten ungeschützt lässt. Entschuldigung, ich hatte nur zufällig noch zugehört. Sie können mit ihrem Plan weitermachen. Aber seien Sie gewarnt. Die Xenon sind nicht nur einfache Maschinen. Sie sind unberechenbar. Unvorhersehbar. Tödlich. Bleiben Sie jederzeit wachsam. Ja, man. Ich habe einen netten Platz für unsere Operation ausgewählt. Nicht zu weit vom Außenposten entfernt, aber trotzdem nahe genug an den von Xenon befallenen Randgebieten des Sektors. Ein Satellit könnte als Köder dienen und uns helfen, ankommende Aufklärer aus der Ferne zu erkennen. Ja, was für ein Zufall, dass wir einen Satelliten mit haben. Was gab es denn gerade für Missionen, die wir machen können? Hochzeitstag meiner Tochter. Die lange mit den Einschürfer. Sammel, kostbar, töte. Machen wir gleich, falls die Mission nicht verfällt. Wir stellen jetzt erstmal den Satelliten auf. So.
fällt aber gerade ein, das kann gar nicht seine Mama sein, weil ich glaube, die Questreihe ist ja eine Questreihe von Del Basta mit der durchgeknallten Alten. Und da wir jetzt zu einem Terraner-Stützpunkt sollen, kann das ja, kann das nicht damit zu tun haben, mit der Mission von der, mit der Mission von der Alten, weil die Missionskette, die jetzt der Bastard hat, die ist ja jetzt nicht mit den Terraner-Plot dazugekommen, glaube ich. Die war ja schon vorher da. Weil die Terraner-Sektoren sind ja erst mit den Terranern dazugekommen, also kann das ja nicht zusammenhängen. Sie kann also nicht seine Mama sein. Im Suchgebiet? Nein, bin ich nicht. Ja, das Abbremsen der Triebwerke dauert ewig. Satellit. Auswerfen. Schon gesehen, wie schnell diese Dinger sind. Sobald eines angezeigt wird, versuchen sie, es aus dem Reiseantrieb heraus zu beschießen. Wenn ich eins sehe, der prügelt sich, denke ich, hier das Eis. Da! Tee. Naja. Gucken, wer schneller ist. Kannst du doch vergessen. Was du? Ich hoffe wirklich, dass es uns trotzdem als Bedrohung gemeldet hat. Da kommen sie. Und keine Sekunde zu früh. Beeilen wir uns, an ihnen vorbeizukommen, bevor ihre dummen Maschinengehirne Zeit zum Reagieren haben. Diese Dummköpfe merken nicht einmal, dass sie uns direkt zu unserem Ziel führen. Soll er einfach hinfliehen, ne? Soll die jetzt nicht angreifen, oder? Soll jetzt einfach dahin fliegen. Ich gehe jetzt davon aus, dass es sowas wie ein Baulager ist, wahrscheinlich nur. Ich denke mir mal, das ist nur ein Baulager. Infrastruktureinheiten und ohne Verteidigung. Ach, das sollen Infrastruktureinheiten sein, Transportschiffe. Wie Lock M. Verstecken Sie sich unter Ihren Bäuchen. So können Ihre Türme Sie nicht treffen. S. Navigationsbalken? Nelly, Analyse. Unbekannte Signalquelle trianguliert. Es ist das gleiche Signal wie vorher. Diesmal kommen Sie nicht davon. Da ist die Quelle. Ja, okay. Wir müssen aber erstmal, viel wichtiger, da, der Videokristalle. Viel wichtiger. Und viel wichtiger ist, dass die Folge zu Ende ist. Deswegen sammeln wir jetzt schnell die Kristalle ein. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne. Tschüss.